Premiere für die MSC Magnifica in Hamburg. 294 Meter ist sie lang mit Platz für rund 3000 Passagiere. Die Magnifica ist das vierte Schiff der sogenannten Musikerklasse. Das Pooldeck, schon hier auffällig die dezente Farbgestaltung. Zum Deck gehören eine Bühne und eine Poolbar. Deck 16 ist das oberste Deck der Magnifica. Hier liegen sie an vielen Stellen windgeschützt. Das zweite Pooldeck kann bei Bedarf überdacht werden. Allerdings ist es deutlich kleiner als das andere. Bei schlechtem Wetter könnte es hier eng werden. Die Innenbereiche des Schiffs, auch hier zu sehen, die vergleichsweise dezente Gestaltung. Sie dürfte besonders deutschen Urlaubern gefallen. T32 ist die sehr schön gelungene Disco auf Deck 14. Hier hat man auch nachts Blick nach draußen und kann sogar rausgehen. Hinter Gittern befinden sich die Getränke nachts dann aber nicht mehr. In die Disco integriert ist eine Kegelbahn. Wenn Sie kegeln möchten, müssen Sie das allerdings extra bezahlen. Das ist nicht der Platz des Kapitäns, sondern das 4D-Kino. Auch das kostet extra, dafür erleben Sie Spezialeffekte während des Films, wie Wind zum Beispiel. Gleich über drei Decks geht das Theater im Bug der Magnifica. Hier zu sehen die Proben, so ruhig geht's abends nicht mehr zu. Das Casino an Bord. Neben zahlreichen Spieltischen gibt's auch Slot-Machines. Rauchen ist hier erlaubt. Zum Pokern gibt's einen Extraraum. Entspannen können Sie in der Bibliothek. Bücher gibt's hier in den wichtigsten europäischen Sprachen. Zahlreiche Bars gibt's auf dem Schiff, zum Beispiel die Sportsbar. Hier verfolgen Sie Sportereignisse, während Sie einen Cocktail trinken. In den Bars müssen alle Drinks bezahlt werden. Die Lametista Lounge abends mit Live-Musik, perfekt zum Paartanz. Die Tiger Bar, extravagant gestaltet, Nomen est Omen. Gelegenheiten zum Cocktailschlürfen gibt's also reichlich, ebenso wie Einkaufsmöglichkeiten. Nur in den Häfen sind die Läden geschlossen. Das Quattro Venti Restaurant. Hier werden Sie an Ihrem festen Tisch bedient. Abends wählen Sie zwischen zwei Tischzeiten. Sahara Cafeteria ist das Buffet-Restaurant. Hier essen Sie, wenn Sie keine Lust haben auf eine feste Tischzeit oder am Galaabend ungern in Anzug und Abendkleid auf dem Schiff herumlaufen möchten. Im Oriental Plaza Restaurant essen Sie asiatisch, allerdings nur gegen Aufpreis. Im Fitnesscenter trainieren Sie das Essen wieder ab. Hier stehen nicht zu viele Geräte auf der Fläche. Der Fitnessbereich ist Teil des Aureas Bars. In den Räumen können Sie sich zum Beispiel massieren lassen. Der Ruheraum des Bars, ideal zum Entspannen. Außerdem gibt's mehrere Saunen, Kosten für Wellness ab 12 Euro pro Stunde. Eine Kabine auf der MSC Magnifica, in diesem Fall eine Familiensuite. Hier haben maximal 5 Personen Platz. Das Sofa lässt sich als Bett für 2 Personen umbauen. Das Hochbett können Sie von der Wand herunterklappen. Die Nasszelle. Hochwassergefahr beim Duschen? Statt einer Kabine gibt es nur einen Duschvorhang.